Hallo, liebe Freunde der gepflegten Kamera, Auspack, Anguck und whatever, Kunst. Heute schauen wir uns mal wieder eine Kamera an, und zwar ist es die EOS M von Canon. Eine Systemkamera von Canon, ist seit letzten Jahres Oktober auf dem Markt und hat sich eigentlich auch schon relativ gut verkauft. Da habe ich mir die Gedanken mal einfach einmal näher angeguckt in meinem Hirn, um mal zu gucken, was kann die Kamera überhaupt. Und würde es sich rentieren, die zu kaufen. Also, wir schauen uns die Kamera an. Was machen wir? Wir machen zuerst einmal den Shuttle-Test, dann schauen wir uns die Menüpunkte an, wobei bei der Kamera nicht sehr viele Menüpunkte dabei sind, die wo jetzt interessant sind, aber ein paar sind es dann doch. Dann schauen wir uns noch eine Fotoanalyse an, ein Video, das ich gemacht habe mit der Kamera. Und dann gibt es noch ein Fazit, für wen die Kamera ist. Also fangen wir an mit dem Shuttle-Test, schauen wir mal, was in der Shuttle drin ist. Gibt es einige Überraschungen, aber nicht nur positiver Art. Viel Spaß! So, gucken wir uns mal an, was in der Schachtel so drin ist. Ich habe mal alles wunderschön aufgereiht. Also gut, mein Samsung-Handy gehört jetzt nicht dazu. Das braucht man nicht unbedingt, aber es passt halt so schön zu diesem Socken, der vermutlich für irgendwas ist, was da auch dabei ist. Schauen wir uns einfach mal ab. So, also, was ist dabei? Stromkabel, Ladegerät. Ladegerät ist, also wird also extern geladener Akku. Das ist gar nicht so schlecht, weil dann kann man einen Wechselakku dazu kaufen und kann also die Geräte einmal nutzen und parallel dazu laden. Dann ein Kabel, ein USB-Kabel. Was mich jetzt da sehr, sehr wundert ist, wie kann man zu einer schwarzen Kamera ein weißes USB-Kabel dazu tun? Habe ich da einen Prototypen erwischt? Ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber das ist halt jetzt ein Fauxpas. Ja, also das ist wie damals, wie ich meinen PC gekauft habe, da war dann in einem schwarzen Colani Tower ein weißes DVD-Laufwerk drin. Ja. Haben die Leute auch nicht mitgedacht, aber was soll's. So, dann haben wir da einen Trageriemen, der ist also recht annehmbar. Dann haben wir hier die Abdeckung fürs Objektiv, ja, auch interessant. Dann dieser kleine Sack ist für Blitz, ja, also damit ich den transportieren kann. Ich habe eigentlich erst gemeint, da gehört das Objektiv rein, aber ich habe es nicht reingebracht. Also vermute ich einmal, wird es wohl für den Blitz sein. Dieser neckische Aufsteckblitz ist auch dabei und dann ist natürlich das Objektiv dabei. Das ist jetzt das 18-55er Kit. Also ein Standardobjektiv, ist aber sehr hochwertig verarbeitet, ist eigentlich von der Verarbeitungsqualität her ist die Kamera wirklich einwandfrei. So, und jetzt kommt eben auch ein Punkt, wo ich ansprechen muss, der jetzt nicht so positiv ist. Es waren keine Batterien für den Blitz dabei. Wir werden uns jetzt, wenn wir die Kamera ein bisschen näher anschauen, nochmal angucken, wie das eigentlich funktioniert, warum ich das jetzt anspreche. Aber da gehören also ganz normale AAA-Batterien rein. Die sind aber nicht im Lieferumfang dabei. Ich habe jetzt überall geschaut im Internet, ob das im Lieferumfang dabei ist oder ob ich wieder nur eine Schachtel erwischt habe, wo wieder die Hälfte fehlt. Nein, definitiv, die Batterien sind nicht dabei, die muss man kaufen. Ich habe natürlich schlauerweise dann einfach meine Fernbedienung vom DVD-Player oder vom Blu-ray-Player genommen und die Batterien daraus gestohlen. Ja. Jetzt sind sie leer, weil ich dreimal fotografiert habe. Nein, Schmarrn, also das war jetzt bloß ein Witz. Also man kann da schon öfter Fotos machen. Am Anfang muss der Blitz auch aufgeladen werden. Also der Kondensator, der da drin ist, der Entladekondensator, braucht ein bisschen, bis er auflädt. Also man kann den Blitz nicht draufstecken, Batterien rein und gleich fotografieren, sondern man muss da ein bisschen warten. So, was ist noch mit drin? Es ist drin eine Bedienungsanleitung. Da ist auch interessanterweise also auch so ein kleiner Fotoguide mit drin, also wo erklärt wird, wie man fotografiert. Das ist gar nicht einmal so schlecht. Und es ist eine, also selten heutzutage noch zu sehen, eine umfangreiche Bedienungsanleitung dabei, also wo die Funktionen von der Kamera erklärt werden. Das ist eigentlich auch ein sehr positives Teil da, also muss man sagen, ist schon ein bisschen besser als beim Mitbewerb. Ja. Und dann haben wir hier noch die Schachtel, gut, die ist jetzt vielleicht weniger interessant, weil sobald man das Ding ausgepackt hat, wird es wohl nicht mehr so interessant sein. Aber das ist einmal das, was grundsätzlich in der Schachtel mit drin ist. Der Blitz ist wirklich ist ein Highlight, also der hat eine hat vom Blitzwert her ist also wirklich hervorragend. Das sehen wir jetzt dann auch bei den Fotos. Und jetzt gucken wir uns die Kamera mal aus der Nähe an, einmal die Menüpunkte und vor allem auch mit dem Blitz, wie das funktioniert, zum Aufstecken und so weiter. Und dann Fotoanalyse etc. pp. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr seht es ja selber, Schachteltest. Ich, wie gesagt, ich habe ja schon überlegt, ob ich den irgendwann mal weglasse, aber manchmal ist es halt doch interessant, vor allem mit dem Ding. Ja. Also wie gesagt, ich habe alles probiert da zum Neistecker, unter anderem auch mein Handy. Vielleicht haben wir mal gedacht, ist es ja ein Add-on für ein Handy, aber bevor das jetzt noch mehr Blödsinn erzählt, machen wir lieber weiter mit den Kameradetails. Also gucken wir uns einmal im Einzelnen die Kamera an und fangen wir vielleicht einmal mit dem Blitz an, damit wir uns das Ganze mal angucken, wie das Ganze funktionieren soll. Und zwar ist dieser Blitz auch dafür geeignet, also als Fernbedienungssystem für externe Blitze zu dienen. Das heißt also, mit dem kann ich also Master and Slave spielen, kann also auch andere Blitzsysteme von Canon damit fernsteuern. Sehr interessant, sehr praktisch.
im Systemkamerabereich vielleicht sogar einzigartig, weiß ich jetzt gar nicht, aber mei, wer es braucht, gell? Also ich würde es jetzt nicht brauchen, weil Systemkamera ja doch eher für den ambitionierten Hobbyfotografen ist. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, da können die Batterien rein, die im Lieferumfang leider nicht mit dabei sind. Gut, A-Batterien, die kleinen da, die Mikro, die wird wohl jeder zu Hause haben. So, und jetzt kommt auch was Interessantes, also wenn man den Blitz jetzt zum Beispiel aufsteckt, ich habe jetzt keine Batterien drin, weil sonst kann ich meine Fernbedienung ja nicht mehr bedienen. Also der wird da drauf gesteckt, dann wird er da reingeschoben, zack, und dann ist er drin. Und dann bitte hinten, ja, da gibt es also einen Schalter, der heißt Lock, den bitte mechanisch nach rechts, damit das Ganze gelockt ist. Ich habe nämlich festgestellt, wenn man das nicht macht, geht der Blitz nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich eine Funktion ist, also ob da wirklich noch ein Schalter drin ist, der das Ganze dann macht, aber ich habe also das nicht auf die Reihe gekriegt, bis ich dann gesehen habe, oh, da ist ja Lock, mein Gott, den kann man ja noch locken. Und dann habe ich mir gedacht, naja, hättest du vorher ein bisschen besser drüber nachgedacht. So, und wenn man das wieder entriegelt, dann kann man den Blitzer wieder einfach runterziehen. Nehmen wir mal zur Seite, schauen wir uns mal die Kamera an. Ihr seht, die ist absolut dreckig, ne? Weil das ist nämlich ein Touchscreen, ja. Und so schaut der Touchscreen aus, wenn man 2 Stunden damit arbeitet. Ja, also das ist so. Ja. Es ist, jetzt warte mal, vielleicht ist das ja auch sowas ähnliches wie ein Mikrofasertuch da, das Ding. Ja, nicht wirklich. Ja. Also es ist also wirklich irgendein Taschall und sonst nichts. Ja. Also wie gesagt, es ist ein Touchscreen, vielleicht sehr interessant. Schauen wir uns vielleicht am Anfang einmal also die ganzen Anschlussmöglichkeiten an. Interessant bei der Kamera, finde ich absolut toll. Mal schauen, ob ich das hinbringe, dass ich es halten kann. Externer Mikrofonanschluss, absolutes Highlight, absolutes Muss, absolut toll. Dann haben wir hier ein HDMI-Out, Mini-HDMI, Kabel ist natürlich nicht dabei, muss ich kaufen. Sind teilweise nicht billig, die Dinger, aber was so ist, ja, muss man sich einfach antun. Und dann hat man dann noch den AV-Kabelanschluss. Das Kabel habe ich jetzt auch nicht gesehen, also ich vermute, ich habe einen Prototypen, das ist ganz ehrlich. Also ich habe aber geschaut, also anscheinend ist das auch im Original also nicht dabei. Also, dass da irgendwelche Kabel mit drin sind, also die muss man sich anscheinend alle selber kaufen. Ja, überall wird gespart, gell, bei einer Kamera, die anfänglich 800 Euro gekostet hat, liebe Canon-Leute, könnte man auch ein bisschen was dazu tun, zum Beispiel Batterien. Das war überhaupt nicht zu viel verlangt, ganz ehrlich. Da werde ich stinksauer, wenn einem Kunden gegenüber sowas verkauft wird. Sollte Canon Lust haben, mir das dann ins Gesicht zu sagen, können sie mir ja sagen, dass also die Batterien irgendwo dabei waren und ich wieder nur, wenn ich erwischt habe, wo keine dabei sind. So, aber das nur zum allgemeinen Tenor. So, dann schalten wir die Kamera mal ein. Und schauen wir uns mal die einzelnen Funktionen an. Also eingeschaltet ist gleich. Ich habe jetzt momentan automatische Motiverkennung, also das kann man da herum einstellen. Also es gibt eigentlich nur 3 Modi, Automatik, Halbautomatik und Video. Die Automatik regelt eigentlich alles für einen selber. Da ist ein Autofokus dabei etc. pp. Also da kann man wirklich alles der Kamera überlassen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel fotografiert, ja, zack und dann bumm, Foto. Geht eigentlich relativ schnell. Keine Speicherkarte, alles klar. So. Und was man sonst noch machen kann, ist zum Beispiel im Menü halt verschiedene Einstellungen machen, mei, das hat ja jede. Interessant ist Karte formatieren, das haben auch nicht alle und wenn dann in irgendeinem Untermenü, also hier sieht man also ganz deutlich in diesem Menü, wenn man da reingeht, also man kann die Karte formatieren und ist auch wirklich alles platt gemacht. Vor allem wichtig, wenn man mehrere Kameras nutzt, so wie ich, dann ist also das Formatieren der Kamera immer erste Sahne, weil wenn ich nämlich nur Löschen mache, dann löscht er ja nur das, was er löschen kann und ein anderes Format zum Beispiel von einer anderen Kamera löscht er nicht. Das heißt also, teilweise habe ich dann irgendwelche Fotos drauf, die gar nicht zu dem Projekt gehören und darum ist Karte formatieren eigentlich immer wichtig für alle, die also da sehr viel machen wollen. Zeitzone, Helligkeit etc. pp. Display-Helligkeit kann ich einstellen, ja. Also ist eigentlich auch kein... ja, wie soll man sagen, kein Hexenwerk. Ja. Und in der mittleren Position müsste es eigentlich den meisten passen. Und dann haben wir halt hier noch die Möglichkeit, Bilder anzugucken, zum Beispiel Bilder schützen, Bilder rotieren. Jetzt habe ich leider keine Speicherkarten drin, können wir es uns leider angucken. Aber ich glaube, also das müsste eigentlich relativ klar sein, was damit gemeint ist. So, wenn man jetzt wieder aus dem Menü rausgeht und mal also generell also auf diesem Bereich, also im Steuerkreuz, mal auf Set klickt, dann hat man also die verschiedenen Möglichkeiten der Einstellungen, zum Beispiel AF-Modus kann ich da einstellen, also Multi etc. pp. Oder ob auf Gesichter, also die Gesichtserkennung. Dann die Größe des Bildes, ja, kann ich also, da unten sieht man dann auch die Pixel, welche Pixelgröße ich da dann einstelle. Ich habe jetzt einmal in L fotografiert, also mit den 18 Megapixel. Der Sensor ist übrigens der gleiche wie für das 650er von Canon, also die EOS 650, die Spiegelreflexkamera. Und da ist auch der Touchscreen her. Wenn ich nämlich da jetzt zum Beispiel irgendwo draufklicke, ja, dann kann ich also auch das Display über den Touchscreen bedienen und zum Beispiel immer einen Fokuspunkt aussuchen. Ist ganz nett. Ist jetzt auch nur bei der Sony zum Beispiel mit dabei, also bei den NX-Kameras etc.
bin jetzt nicht so der Freund davon, aber es ist eigentlich schon nett. Vor allem, wenn man also Fotos durchblättert und so weiter, ja, macht schon Sinn. Also kann man schon lassen. Und dann habe ich halt hier noch die Infotaste, wo ich also bestimmte Dinge auswählen kann oder ausmachen kann. Und dann habe ich halt hier noch die Serienbildfunktion, die wird jetzt wohl ohne Speicherkarte nicht fotografieren. Die Kamera kann bis zu, sagen wir mal, 4 Bilder pro Sekunde, RAW und JPEG. Ja, man hört es. Also im Grunde genommen, ja, mei. 4 Bilder pro Sekunde, es reicht eigentlich. Ja. Das einzige Manko bei der Kamera, muss ich ganz klar sagen, also das ist der Autofokus. Also wenn ich jetzt hier mal, sie braucht halt, bis sie auslöst, länger. Unabhängig der Lichtverhältnisse im Übrigen, also selbst wenn das Licht gut ist, braucht es ungefähr Sekunden. Das ist halt jetzt nicht so toll. Ja. Also da ist der Mitbewerb stärker. Ob das jetzt negativ oder positiv ist, mei, ich sage, man muss da schon, ja, wie soll man sagen, mal die anderen auch angucken. Ja, also man sollte sich, bevor man sich die Kamera kauft, also Sonys angucken, Nikon angucken. Samsung ist überhaupt kein Vergleich, weil Samsung mit der Fotoqualität nicht hinkommt. Kennen also von der Fotoqualität her schon sehr gut, wenn man bei den Fotos sehen, also dass die wirklich gut sind. Ja. Dann gibt es noch diverse Einstellungsmöglichkeiten bei der Kamera, zum Beispiel Miniaturfotografie und ja, also so Filter halt, so Standardsachen. Was sie aber nicht kann, und das ist auch interessant, die kann kein Panoramafoto machen. Da ist keine Panoramafunktion dabei. Ist jetzt zum Beispiel auch was, wo ich sage, ja Mensch, warum baut man das nicht in die Kamera rein? Wobei ich dann wieder sagen muss, ja, für wen ist die Kamera dann am Ende des Tages geeignet? Das werden wir uns dann im Fazit anschauen. Aber da wird es natürlich dann schon eng. Ne? Ja. So, und hier hat man dann die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel Programm, Blendenautomatik, Zeitautomatik und komplett manuell. Also wenn ich komplett manuell einstelle, dann kann ich also die ganzen Einstellungen also manuell machen. Da habe ich also da herunten dann meinen Shutter, kann ich also einstellen, wie ich ihn haben will. Und dann habe ich da also mein, warte mal noch wieder zurück. Okay, dann habe ich da meine Blende. Ja, kann ich alles selber einstellen, ist überhaupt kein Problem. Und dann, so wie ich jetzt eingestellt habe, wird das natürlich nichts, logischerweise. So. Dann habe ich die Serienbildfunktion noch drin, die sollte ich vielleicht wieder ausschalten und Einzelbildfunktion. Aber man kann mit der Kamera auch manuell fotografieren. Ja, und hier habe ich dann den Videomodus, also wenn ich da mal hingehe und dann hier habe ich dann die Videotaste und wenn ich da dann draufklicke, dann kann ich also Videos machen. Ja, das ist eigentlich ganz easy. Videos schauen wir uns dann auch noch an, wie die Videoqualität ist. Und das war es eigentlich schon. Da gibt es nicht viel zu erzählen bei der Kamera. Gell? Also die ist also von der Funktion aufs Minimum beschränkt, was die Kamera eigentlich kann. Bildqualität ist top, Ausstattung ist mäßig und der Autofokus ist auch nicht das Beste vom Besten. Muss man sich dann im Fazit mal angucken, was man dann davor hält. So, und jetzt ja, machen wir mal weiter. Hier nur der Blitzschuh, damit man sieht, ja, man kann auch andere Blitze aufstecken, alle von Canon. Und, oh, das ist vielleicht noch das Interessanteste, mein Gott, hätte ich beinahe vergessen. Es gibt also einen Objektivsatz von Canon, eben mit diesem Gewinde, das da dabei ist. Man kann aber auf dieses Gewinde auch einen Adapter aufstecken und kann dann alle also Objektive von Canon nutzen. Also wenn man zum Beispiel ein Canon EOS hat zu Hause, ja, und überlegt sich jetzt so eine kleine mobile Kamera, dann gibt es einen Adapter, dass ich also meine Objektive von den Canon auch noch nutzen kann. Ja, das ist also sehr praktisch. Das ist vielleicht ein Vorteil, den man unbedingt ansprechen muss, weil das ist auch eine herausragende Eigenschaft der Kamera, damit ich auch einen Kaufgrund habe, warum dass ich mir die kaufen sollte. Also wenn ich eine Canon SLR habe und will noch irgendwas dazu, dann kaufe ich mir die da und keine andere. So. Schaut mal wieder aus. Das war es jetzt erstmal mit der Kamera. Gehen wir weiter zu der Fotoanalyse oder schauen wir uns vorher vielleicht einfach mal ein Video. Ja, machen wir mal ein Video. Also schauen wir uns mal ein Video von der Canon an. Also dieses Video ist jetzt mit der Canon EOS M aufgenommen. Da kann man erstens einmal sehen, wie das Mikrofon ist. Ja, wenn man das einfach so standardmäßig verwendet, ohne externes Mikrofon. Und natürlich auch die Bildqualität und natürlich der Autofokus. Und das auch noch bei schlechten Lichtverhältnissen. Also am Ende des Tages müssen wir noch mal gucken, was jetzt dabei rausgekommen ist. Ich weiß es nämlich nicht, weil ich gucke ja gerade in die Kamera. Ja, das war es eigentlich schon. Ja, mehr gibt es da nicht zum Sagen. Video halt. So, schauen wir uns einmal Fotos an von der EOS M von Canon. Ich habe nur zwei gemacht, die jetzt repräsentativ für das ist, was die Kamera kann. Das soll jetzt nicht abwertend sein, sondern man gibt einfach zwei Sachen, die muss man einfach ansprechen. Zum einen sind beide Fotos, die ich gemacht habe, also einmal von einer Kaffeemaschine und einmal von Wolle mit dem Blitz gemacht worden, weil bei schlechten Lichtverhältnissen die Kamera etwas rauscht. Das kann eigentlich nicht am Sensor liegen, weil bei der 650er, also bei der Spiegelreflex, tritt dieses Thema nicht auf.
Ich muss mir wieder sagen, vielleicht habe ich einen Prototypen erwischt. Ja. Vielleicht ist da die Firmware nicht up to date. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Im Grunde ist es so, dass bei schlechten Lichtverhältnissen im Vollautomatikmodus die Kamera extreme ISO-Werte verwendet, also teilweise 6400. Und dann hat man also das Rauschen drin. Ich habe jetzt manuell fotografiert und habe ISO 400 genommen und aber Blitz, ja, um eben hier mal auch einen Autofokus einwandfrei zu testen. Ich habe natürlich jetzt relativ wenig ISO-Rauschen und bei der Wolle zum Beispiel war der Autofokus auch etwas überfordert, muss man sagen. Generell ist der Autofokus von der Canon EOS M nicht so toll. Ja, also er erkennt schlecht. Die einzelnen Motive braucht auch relativ lang, bis er sich also scharf stellt. Insofern Kamera in der Preiskategorie, als sie rausgekommen ist, über 800 €, jetzt mittlerweile bei 6,49, wenn man nicht alles täuscht. Aber der Preisverfall, der sagt eigentlich schon einiges aus. Ja. Also recht viel wird Canon davon noch nicht verkauft haben. Liegt eben auch daran, dass die ganzen Rezensionen ja auch mit dem Autofokus zu kämpfen haben. Ich bin nicht der Einzige, der das feststellt, sondern es ist anscheinend ein generelles Problem, dass da im Kontrast-Autofokus-Bereich, also bei Systemkameras, bei Canon einfach nicht ausgereift ist. Das ist sehr schade, muss man sagen, denn ansonsten von der Bildqualität, also man sieht jetzt zum Beispiel auch bei der Wolle, hohe Detailauflösung, satte Farben, scharf, gestochen scharf, gute Farbbalance. Wirklich eigentlich vom Fotografieren her toll. Aber im Grunde genommen brauchst du ein Stativ, ja, und du darfst halt nichts fotografieren, das sich schnell bewegt. Also für einen Produktfotografen, der zu faul ist, seine ganze Ausrüstung mitzunehmen, optimale Wahl. Dann fällt auf, dass bei der Kamera relativ wenig Spielereien mit dabei sind. Zum Beispiel fehlt mir die Panoramaaufnahme. Also Sweep-Panorama, wie es bei Sony heißt, hat ja mittlerweile fast jeder Anbieter irgendwo mit drin, fehlt hier komplett. Also das heißt, ich muss ja Einzelfotos machen, dann mit einer Software zum Beispiel, mit Photoshop oder mit einem anderen Teil das Ganze dann zu einem Panoramafoto zusammenfügen. Finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Es sind ein paar Funktionen dabei, also zum Beispiel die Miniaturfunktion. Die glaube ich habe ich sogar, wenn mich nicht alles täuscht, einmal ausprobiert. Irgendwo, jetzt warte mal. War das da? Ja, irgendwo da war es. Also da zum Beispiel Miniatur, das ja auch als Tilt-Shift bekannt ist. Das heißt also, es ist nur ein Bereich scharf und der hintere und der vordere Bereich wird also unscharf gestellt, erzeugt dann, wenn man zum Beispiel jetzt von oben herab irgendwo eine Stadt fotografiert, diesen Miniatureffekt. Also das ist schon dabei, es ist auch das da dabei, also Spielzeugkamera, also so ein paar so Bildeffekte sind dabei, aber jetzt ja nichts Weltbewegendes. Also da wo ich sage, ja, das ist jetzt unbedingt so toll, aber gut, ja, ist ja bei der Software mit dabei. Und dann, was aber dann sehr überrascht, oder was heißt überrascht, kein Wunder bei einem Sensor mit 18 Megapixel, hat man eine sehr gute Ausleuchtung, hat man ein sehr gutes Motiv, hat man auch eine Ahnung davon, wie man fotografiert im manuellen Modus, kann man also super Fotos machen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier mal die Kaffeemaschine anschaut, also wenn man sich ein bisschen damit reinfuchst und dann einfach als Fotograf fotografiert und nicht, was die Kamera will, dann kommt da was Vernünftiges dabei raus. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, erwarte ich eigentlich von einer Systemkamera, dass sie im Automatikmodus mir die Arbeit abnimmt. Ja, also ich will ja das Ding mitnehmen als normaler Kunde und dann einfach ein Foto machen, das muss trotzdem gut sein. Aber bei der Canon EOS M müssen Sie denken. Oder müsst ihr denken. Gut, ich denke halt gern wenig und darum war es für mich dann schon eine Umstellung zu sagen, okay, ich mache jetzt da fotograftechnisch irgendwelche Einstellungen. Ja. Fazit, ja, machen wir jetzt ganz kurz. Was ist bei der Systemkamera herausragend? Herausragend ist die Verarbeitung. Das Ding ist absolut exakt gefertigt, da gibt es überhaupt nichts. Herausragend, externer Mikrofonanschluss, auf jeden Fall top. Dann herausragend, der Blitz, den man als Master für andere Blitze verwenden kann, also quasi eine hochprofessionelle Geschichte in der Systemkamera, finde ich auch sehr toll. Was ich weniger toll finde im Zusammenhang mit dem Blitz ist, warum sind keine Batterien dabei? Das ist lächerlich, Jungs. Ja, also da. Wenn Canon mich anschreibt und sagt, Dejan, du bist der Idiot, weil eigentlich sind ja Batterien drin, nur du bist zu so dumm, sie zu finden. Ja,
dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber bei einer Kamera in der Preiskategorie und wenn ich schon einen Blitz drin habe, wo Batterien rein können, also bitte in Gottes Namen, tat es die Batterien rein. Ja, also tut mir leid, ich habe meine ganze Fernbedienung zulegen müssen. Ja, das war ein Fiasko. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie es aufgeht. Es ist kaputt. Ich verklage euch. So schaut es aus. So, aber jetzt einmal Blödsinn beiseite. Der Blitz ist wirklich eine tolle Idee und auch vom Prinzip her gut gelungen. Hat auch eine sehr gute Ausleuchtung. Was gibt es noch zum sagen? Das Objektiv ist hochwertig. Kit-Objektiv 18-55 ist wirklich gut. Kann man überhaupt nichts sagen. Ist also wesentlich besser als der Test, den ich vorher gemacht habe mit der Samsung. Wird die kosten, ich habe es schon vergessen, irgendwas mit 1000, da war ja, also es war ja untergründig. Aber bei der Canon, muss ich sagen, stimmt eigentlich alles, bis auf den elendigen Autofokus. Leute, das ist scheiße, ich sag's, was ist. Also hättet ihr diesen Autofokus noch auf ein vernünftiges Niveau gebracht, dass der wirklich top ist, dann war das eine absolute Alternative zu den NX-Kameras. Ja. Ich kann ja verstehen, vielleicht habt ihr euch gedacht, oh, machen wir nicht so gut, weil sonst kauft ja jeder diese Systemkamera und keiner mehr die Spielreflex. Ja, ist alles schön und gut, aber wisst ihr, ihr habt ja einen Namen zu verlieren. Und wenn ihr jetzt bei so einer Kamera einen Autofokus einbaut und den in Anführungsstrichen nicht so gut macht, weil er euch da denkt, das könnte ja irgendwas sein, Leute, dann lasst das ganz mit den Systemkameras, ganz ehrlich. Also ich erwarte von einem Hersteller wie Canon, der einen Namen hat, dass er ein vernünftiges Produkt am Markt bringt und wenn ich jetzt blind kaufe, dass das Ding absolut top ist. Das erwarte ich einfach als Kunde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, absoluter Fail mit dem Autofokus. Ich habe dann noch einen neuen Versuch 2013, wenn er die Mark II rausbringt. Ich hoffe, ihr habt euch dann Gedanken darüber gemacht, wie der Autofokus richtig funktionieren soll. So, aber jetzt genug gejammert. Machen wir mal ein Fazit, für wen ist die Kamera überhaupt interessant? Also, interessant ist die Kamera auf jeden Fall für jemanden, der bereits eine Canon Spiegelreflex hat und die als Zweitkamera nutzen will. Weil er, wenn er den Adapter kauft, seine Objektive verwenden kann. Für wen ist die noch interessant? Es ist auf jeden Fall für jemanden interessant, der eine sehr, sehr gute Fotoqualität haben will und gewillt ist, eine Systemkamera so zu bedienen wie eine Spielreflex. Das heißt, manuell, manuell, manuell. Dann ist die Kamera top, weil ich aus der Kamera alles das rausholen kann, was ich zum Beispiel bei einer 650er EOS von Canon auch kann. Dann, was ist nur interessant, Touchscreen. Ist erfreulich gut, hat eine extrem hohe Auflösung mit einer Million Pixel, also wirklich ein tolles Gerät und funktioniert auch sehr, sehr exakt und genau, ist auch toll. Also für jemanden, der zum Beispiel ein bisschen gern spült und auch die Touchscreen-Geschichte gern hat, ist auf jeden Fall besser wie bei den alten NX von Sony, also der ist sehr exakt und genau. Aber ja, das sind jetzt einmal die Highlights. Für wen ist es dann noch geeignet? Für einen Einsteiger jedenfalls nicht. Für einen Einsteiger, der jetzt zum Beispiel eine Kamera kauft und sagt, ich will ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber ich will keine große, sondern halt so eine Systemkamera, will gerne auch einmal ein Objektiv wechseln, weil das habe ich gehört, das ist toll. Leute, schaut euch die Nikons an, schaut euch die Sonys an. Schaut euch vielleicht auch noch die Panasonic an, die GF-Reihe ist auch interessant. Aber für einen reinen Einsteiger ist das Gerät nichts, weil die Kamera eigentlich erwartet, dass man was kann. So, das war es jetzt im Großen und Ganzen. Fazit und so weiter und so fort. Ich weiß, ich habe viel geschimpft. Tut mir leid, aber Leute, ich bin ehrlich. Ja, also da muss man sagen, ich weiß jetzt nicht, warum ich irgendwie was schöner reden soll, als es ist. Mir hat die Kamera insofern Spaß gemacht, weil das Foto jetzt zum Beispiel von der Kaffeemaschine, da muss ich halt dann wirklich ein D7 oder irgendwas nehmen oder auch von Nikon D7000 oder 7D, Entschuldigung, von Canon. Ja, ich bin halt da einfach ein bisschen verwirrt, gell. Der eine sagt das D hinten raus, der andere sagt es vorne. Aber dann kriege ich auch so eine Bildqualität. Also Bildqualität ist top, braucht man nicht sprechen. Ja, also die ist wirklich, wirklich top. Und drum, also für alle, die sehr hohe Bildqualitätsansprüche haben, ist die Kamera auch geeignet. So, das war's jetzt. Jetzt mag ich nicht mehr jetzt kommt auch noch ein Vira und sagt, weißt du was, kauf mich, aber ja, habe ich ja schon, macht ja keinen Sinn. So, also dann, ich wünsche euch jetzt alles Gute, ciao und viel Spaß noch und schaut euch die Kamera an, sie ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ciao.